Ja, liebe Pferdefreunde, willkommen zu unserem heutigen Kurzwebinar. Thema ist ein, sag mal, Thema, was schon sehr, sehr lange bei mir im Prinzip auf der Agenda steht, was also im Grunde genommen auch eine Sache ist, die, ich sag mal, von mehreren und häufig angesprochen wurde, und zwar das Thema Hufgeschwür. Das Hufgeschwür ist ja eine Sache, die häufig mal vorkommt, die aufgrund des Hornes, aufgrund der Hornkonstellation des Pferdes und natürlich auch der Bauart des Hufes, wie Sie gleich sehen werden, relativ häufig ist. Und aufgrund dessen war also auch der Wunsch, doch mal etwas über das Hufgeschwür genauer zu erfahren. So, und das Thema des Hufgeschwürs beginnt natürlich, wie immer, natürlich auch am Huf. Da gehört er ja auch in das Hufgeschwür, beziehungsweise da kommt es vor. Und die, ich sage mal, wichtigste Konsequenz aus einer Prophylaxe, wenn wir uns über Hufgeschwüre unterhalten, ist im Grunde genommen die Gesundheitsprophylaxe Hufpflege. Hufpflege ist etwas, was sicherlich nicht so ganz einfach ist und nicht selbstverständlich. Pferd wird geputzt, dass es schön glänzt, aber der Huf wird nicht unbedingt im gleichen Maße beachtet, sodass wir also im Prinzip vielleicht mit diesem Vortrag so ein klein bisschen Schwenk machen vom Fell weg hin etwas mehr zum Huf. Das wäre mein Wunsch. Der Huf, die Hornkapsel des Pferdes, eine, ich sage mal, sehr interessante und auch, ich sage mal, rein technisch sehr anspruchsvolle Geschichte, denn dieser Hornmantel um das Ende der Zehe drumherum ist ein extrem guter Schutz, ein fester Schutz, und trotzdem hat es eine gewisse Elastizität. Also das ist eine doch sehr, sehr ein guter Spagat zwischen elastischem Untergrund, also sportlich nutzbarem Kapselansatz und einer sehr, sehr harten, festen und übrigens auch sehr gut isolierenden Substanz. Denn gerade im Winter, wenn die Pferde ja auch auf gefrorenem Boden stehen, frieren die Füße nicht ein. Und wir kennen das von uns, wir frieren doch sehr, sehr schnell, selbst wenn wir noch so gute Stiefel anhaben. Die Pferde haben keine Stiefel, die stehen also mit ihrem, ich sag mal in Anführungsstrichen, nacktem Fuß auf dem Boden und das Horn hält also tatsächlich die Wärme. Das heißt, die Isolationsfähigkeit von Horn ist extrem gut. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen diese hornige Substanz, ich sage mal, im Auge behalten und dann in das Horn sozusagen hineinschauen, habe ich Ihnen hier mal so diesen sogenannten, ich nenne es Röntgenblick, mitgebracht. Hier sehen Sie im Endeffekt nichts anderes als den Fuß, wie Sie ihn kennen, und dann alles auf der anderen Hälfte wegpräpariert, sodass Sie wirklich nur noch den, ich sage mal, knöchernen Anteil sehen. Und Sie können sich vorstellen, dass also diese hornige Kapsel, und das sieht man ja hier auch, unmittelbar auf dem Knochen aufliegt. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kann es denn überhaupt jetzt hier bei so einer sehr festen, kompakten Verbindung zwischen Horn und dem, ich sag mal, Hufbein, also dem Knochen auf der anderen Seite, dazu kommen, dass da irgendwo ein Abszess entsteht. Und ich habe Ihnen hier mal einen Huf mitgebracht und im Endeffekt auch die Sohle hier mal mitgebracht. Und Sie sehen hier auf dieser Sohlenfläche gibt es verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten, wodurch Eindringen von Keimen in das Hornmaterial, die darunter liegende, ich sag mal, Lederhaut infiziert werden kann. Und das kann natürlich einmal im Strahl passieren. Sie sehen auch gerade hier bei diesem Pferd, das ich hier mitgebracht habe, ist der Strahl an dieser Stelle zwar ausgeschnitten, aber da ist so ein kleines Stückchen etwas, ich sag mal, dunkleres Material, was in die Tiefe geht. Das ist so ein Beginn einer, ich sag mal, Fäulnis-Situation, die dann im Endeffekt bis in die Lederhautebene vordringen kann. Das ein wichtiger Teil, wo wir auch immer wieder Hufgeschwüre haben, ist der sogenannte Eckstrebenwinkel. Sie sehen das hier angezeichnet. Dort bewegt sich der Huf und dort gibt es eine Verstrebung Richtung Sohlenfläche. Und genau in diesem Winkel kommt es wieder zu einer relativ großen Stresssituation für das Horn. Das Horn wird permanent gedehnt und gestaucht, gedehnt und gestaucht. Und dadurch kommt es auch immer wieder dazu, dass kleine Risse entstehen. Und durch diese Risse können entsprechend auch wieder Erreger eintreten. Das Sohlenhorn als solches ist zwar relativ stabil, aber auch wenn wir dort einen spitzen Stein oder vielleicht eine kleine Glasscherbe, einen Nagel, irgendeinen sonstigen fremden Gegenstand haben, das Pferd tritt da drauf. Sie haben ja gesehen eben in unserem Bild, in dem Röntgenblickbild, dass die Sohle des Hornes höchstens einen Zentimeter, oft bei kleineren Pferden sogar noch weniger als einen Zentimeter stark ist, sodass also ein, ich sage mal, harter Gegenstand relativ schnell durch diese Hornschicht hindurchstechen kann.
Der Bereich, der also für das Bilden von einem Hufgeschwür am empfindlichsten ist, ist der Übergang zwischen der Sohle und der, ich sage mal, dem Tragrand. Das heißt also der von der Wand gebildeten Hörnchen, Röhrchenhorn. Dazwischen befindet sich wie eine Art Dehnungsfuge im Grunde genommen die weiße Linie. Und diese weiße Linie ist nicht so, Entschuldigung, die weiße Linie ist nicht so stabil, was die Hornzusammensetzung angeht, sondern es ist zwar auch Horn, aber ein sehr viel lockereres Horn, eine Art Füllhorn. Und dieses Füllhorn, dadurch, dass es eben nicht so harte Konsistenz hat wie das restliche Horn, ist also sehr, sehr, ich sag mal, leicht zu passieren für irgendwelche Erreger. Und diese weiße Linie, werden wir gleich sehen, kann sich auch durchaus verändern. Und dann ist natürlich die Infektionsgefahr noch größer. Jetzt haben wir nicht nur die, ich sag mal, Sohle uns mal angeschaut, sondern ich habe ihn ja mal mitgebracht. Wie ist denn das Verhältnis Hornkapsel zu den darunterliegenden knöchernen Strukturen? Und Sie sehen hier die Hornkapsel ganz oben im Bild. Das ist natürlich das, was das Gesamte sozusagen ausmacht, die gesamte hornige Substanz, die um diesen, ich sag mal, um die Zehe drumherum ist, der Hornschuh nenne ich es einfach mal, der Huf. Und darunter liegend ist dann im Endeffekt direkt die Lederhaut. Die Lederhaut ist nichts anderes als eine sehr gut durchblutete Einheit, die also eine Verbindung herstellt zwischen dem Knochen und dem Hornschuh. Also im Prinzip eine lebendige Struktur. Darunter ist dann im Endeffekt der Knochen, das heißt also im Endeffekt das Hufbein. So, und was Sie hier noch beachten sollten, ist, wie gesagt, die weiße Linie. Die ist hier in diesem Präparat auch wirklich sehr schön weiß dargestellt. Das heißt, es ist also eine Trennschicht, die also die Wand sozusagen von der Sohle trennt, weil der Huf hat ja einen gewissen eigenen Bewegungsmechanismus. Beim Auffußen, beim Abfußen, die Hornkapsel ist nicht starr, sondern sie hat einen gewissen Bewegungsreiz. Und dieses Bewegen muss ja in irgendeiner Form möglich sein. Ähnlich, wenn Sie über eine Brücke fahren. Die Brücke bewegt sich ja auch in sich. Das heißt also, die Brücke ist nie starr mit dem Festland verbunden, sondern gibt es immer Dehnungsfugen, wo das Material sich ausdehnen kann, sich schwingen und sozusagen nicht aufschaukeln. Und solch eine Dehnungsfuge gibt es eben auch bei der Hornkapsel des Hufes. Und in dieser Dehnungsfuge treten, wie gesagt, schnell mal Keime ein, wandern sozusagen die weiße Linie nach oben und können dann im Prinzip einen Infekt machen. Gut. Das war so ein bisschen eingangs die Anatomie, nur dass wir so ein klein bisschen die Idee haben, wo bewegen wir uns denn eigentlich? Und wenn wir über ein Hufgeschwür reden, reden wir im Grunde genommen über eine Infektion. Und zwar eine Infektion, die in irgendeiner Form durch die Hornkapsel in das Innere, sprich in die Lederhaut, in den Lederhautbereich hineingekommt. Nur da können sich die Keime dann auch entsprechend vermehren. Und Sie können sich das so vorstellen, dass es in etwa wie bei uns, wenn also unter dem Nagel, im Nagelbett, sich eine Infektion in irgendeiner Form etabliert. Das tut weh. Nagelpilz oder auch ein kleiner, ich sage mal, Fremdkörper, wie so ein kleiner Holzsplitter, der unter den Nagel, in das Nagelbett hineingeht, bringt Keime mit hinein. Das führt zu einer Entzündung. Die Entzündung tut unheimlich weh. Und genauso oder ähnlich ist es beim Pferd. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze mit etwas mehr Leben füllen, dann stellen wir uns mal vor, in diese weiße Linie, Sie sehen das gerade hier links in der Zeichnung, sind dann die Keime, die diese weiße Linie oder die in der weißen Linie sich durchaus gut vermehren können. Warum? Weil dieses Horn dort im Prinzip locker ist und weil das Pferd natürlich mit diesem Fuß permanent in einem kontaminierten Umfeld steht. Da, wo Pferde stehen, ist es nicht steril. Da, wo Pferde stehen, ist Dreck, da ist Schmutz, da sind Keime. Und diese Keime setzen sich natürlich auch auf die Fußungsfläche des Hornes und natürlich auch auf diese weiße Linie. Und Sie sehen es im rechten Bild, da ist im Prinzip genau in der weißen Linie, ist es dazu gekommen, dass die Keime die weiße Linie sozusagen hinaufgekrochen sind, irgendwo an Lebendige gekommen sind, sich dort vermehrt haben und dann im Prinzip einen Abszess gemacht haben. Diese Abszesse beim Pferd sind dann häufig diese schwarzen Stellen. Das heißt also, da ist das Horn wird kaputt gemacht von den Keimen und die Keime führen dann auch dazu, dass das kaputte Horn sich sozusagen immer weiter ausdehnt. Das ist sowieso ein großer Ball, der immer mehr wächst. Und dann im Endeffekt irgendwann füllt sich da auch noch ein bisschen Eiter mit rein und dann haben wir das sogenannte klassische Hufgeschwür.
Bei diesem Fuß sehen Sie nicht nur das Hufgeschwür, sondern Sie sehen auch eine sogenannte White Line Disease. Das heißt, es ist ein eingedeutschtes Wort, das heißt eine Erkrankung der weißen Linie. Und die weiße Linie ist, wie der Name schon sagt, normalerweise weiß. In dem Erkrankungsfall wird sie dunkel bis schwarz. Und dieses Schwarze sehen Sie hier vor allen Dingen im hinteren Teil des Hufes, an der Seitenwand im hinteren Teil. Da sehen Sie also dieses so granulierte schwarze Material. Das ist also infiziertes Hornmaterial, in der Regel mit Pilzen infiziert. Und dieses vorgeschädigte Material ist in dem Moment auch eine sehr, sehr gute Eingangspforte für dann zum Beispiel Bakterien, die dann sich weiter nach oben entwickeln und dann entsprechend einen entsprechenden Abszess machen können. Es gibt noch andere, ich sag mal, Strukturen oder Fehlentwicklungen am Huf, und zwar die sogenannte hohle Wand. Die hohle Wand heißt, dass innerhalb der Wand es zu einer Zusammenhangstrennung kommt. Die hohle Wand kann ein Verbindungsdefekt sein zwischen der Wand und der weißen Linie oder in der Wand selbst. Und dann haben wir, das ist dann im Endeffekt als hohle Wand bezeichnet, Trennlinie oder eine Bruchlinie innerhalb der Hornwand. Und Sie sehen hier, dieser Hohlraum ist natürlich dann nicht mehr geschützt. Das heißt also, innerhalb dieses Hohlraums können die Keime wunderbar in den Horn, in das Horn hinein. Und Sie sehen das jetzt hier auf der rechten Seite. Dort ist also tatsächlich die Infektion so weit nach oben gegangen, dass man also tatsächlich auch hier an der Stelle das Horn so weit entfernen musste, um überhaupt den entsprechenden Herd, das Hufgeschwür dort an dieser Stelle entsprechend behandeln zu können. Die hohle Wand hat andere Effekte, das muss nicht unbedingt immer so aussehen wie in dem Bild davor, sondern hohle Wände führen auch dazu, dass die Keime so weit nach oben gehen, dass sie unter dem Aspekt dann tatsächlich einen Abszess machen, der ganz weit oben sitzt, also fast am Kronenrand oder am Kronenrand selbst. Und dieser Abszess, das ist also nichts anderes als eine Anreicherung von Keimen, die der Körper dann realisiert als einen Fremdkörper und dann versucht, Keimanhäufung, diese Bakterienhaufen abzugrenzen. Und macht also eine bindegewebige, eine relativ feste Haut um diesen Bakterienhaufen. Innerhalb dieses Bakterienhaufens, der dann eingeschlossen ist, kommt es dazu, dass diese Bakterien nicht mehr sich weiterentwickeln können, die töten oder werden dann getötet durch diese Situation. Und es kommt dazu, dass die sich, man nennt es ein Einschmelzen, es kommt dann zu einem Einschmelzen dieses Bakterienhaufens und das wiederum ist dann der eigentliche Eiter. Zusammen mit ein paar Blutzellen, Abwehrzellen des Organismus bildet es den Eiter. Und der Abszess hat immer die Neigung, auch irgendwann dann aufzugehen, sodass die Flüssigkeit im Abszess, dieses eingeschmolzene Material, nach außen ablaufen kann. Und so kann es also auch passieren, dass also im Grunde dieser Abszess nicht nach unten an der Sohle aufgeht, sondern, wie Sie es hier sehen, oben am Saumband aufgeht, weil eben die Infektion schon sehr weit oben ist im Bereich des Saumbandes und natürlich das Saumband auch nicht so dicht und derb ist wie die Hornsubstanz, sondern für den Abszess der leichteste Weg ist, sich zu öffnen. Also der Abszess versucht immer in der Richtung des geringsten Widerstandes sich zu öffnen. Und das ist in dem Moment immer wieder eine Situation, die es doch sehr, sehr häufig gibt, dass Hufabszesse, Hufgeschwüre, wie man sie im Allgemeinen nennt, nicht unten in die Sohle oder an der weißen Linie dann aufgehen, sondern im Prinzip tatsächlich oben im Saumbandbereich. Nicht nur, die Grundkonstruktion des Hufes bringt es mit sich, dass dort eine Infektion stattfinden kann, sondern es kann auch beim Hufeisenaufnageln dazu kommen, dass also eventuell tatsächlich Schutzschicht, diese Hornkapsel so geschädigt ist, dass Keime mit in die Tiefe getragen werden. So, dass man also einen Nageldruck, einen direkten oder indirekten Nageldruck haben kann, an dessen dann auch eine Keimvermehrung stattfindet und da im Prinzip dann auch an diesem, Nagel entlang es zu einem Hufgeschwür kommen kann. Die Hufgeschwüre, Sie sehen das hier, entstehen nicht bei einem Nagel, der richtig genagelt ist. Das heißt also, der in der eigentlichen Hornwand genagelt ist. Sie sehen hier den grünen Pfeil. Es gibt natürlich aber die Möglichkeit, dass man den Nagel vielleicht nicht ganz genau in der Hornwand platziert als Schmied. Das ist jetzt hier leichter gesagt als getan, denn wenn ein Pferd jetzt eine ganz, ganz dünne Wand hat und dann muss so ein Nagel so platziert werden, dass er nicht in das Leben, so nennt man das dann, in die Lederhaut kommt, dann ist das häufig ein ganz schwieriges Unterfangen.
Und deswegen muss man eben da so ein bisschen mit, ich sag mal, Gefühl und Wellenschlag dran. Deshalb ist dieses Schmiedehandwerk eben auch eine Kunst, dass man jeden Huf entsprechend sich anschaut, entsprechend bewertet, das Eisen entsprechend wählt, die Lochung entsprechend wählt, den Nagel dazu wählt und dann das Eisen auch entsprechend so befestigt, dass es möglichst hält. Und dann kann es natürlich mal, und das ist immer eine Sache, ich sage immer, wer noch kein Pferd vernagelt hat, hat noch kein Eisen aufgenagelt. Es geht ganz schnell. Also da gehört sehr viel Übung dazu und da kann selbst dem größten Profi das mal passieren, dass dieser Nagel eben nicht in der Hornwand, sondern eher etwas mehr mittig Richtung Huflederhaut sitzt und damit im Endeffekt die Lederhaut entsprechend infiziert oder beziehungsweise schädigt. Hufgeschwüre, die also, ich sage mal, vielleicht nach oben aufgegangen sind und die Hornkapsel nach unten wächst, runter wächst, können sozusagen als eine Spätfolge auch eine sogenannte Hornkluft machen. Also das ist das, was Sie hier sehen, dieser Querriss, den Sie hier sehen, ist häufig auch dadurch entstanden, dass in irgendeiner Form oben aus dem Saumband ein Hufgeschwür aufgegangen ist und dann im Endeffekt das neue Horn sich drüber schiebt, aber im Grunde keine Verbindung hat zu dem Geschädigten und dann entsteht eine Hornkluft. Und das, was natürlich immer wieder ein Problem ist, und da gibt es natürlich auch relativ viele Infektionen, wenn die Hornsubstanz des Pferdes eben extrem schlecht ist. Sie sehen das hier bei diesem Pferd. Ich glaube, das ist relativ einfach und braucht keine Erklärung. So ein Pferdehuf hat natürlich keine natürliche Schutzmechanismen mehr. Und dadurch kommt es gerade bei solchen Pferden zu einem extrem hohen Anteil an Hufgeschwüren. Aber Hufgeschwüre haben auch noch einen Effekt, den man berücksichtigen muss, nämlich gerade wenn die Pferde sich die Zehe extrem abnutzen. Sie sehen das hier bei diesem Pferd. Vorne die Zehe ist ganz gerade abgenutzt und Sie haben das Bild von vorhin, den Röntgenblick noch im Auge. Da vorne an der Zehe ist ja nicht unendlich viel Horn. Irgendwann ist die Zehe so weit abgelaufen, dass tatsächlich das Horn weggelaufen ist und das Pferd tatsächlich eine freiliegende Lederhaut hat. Dort ist natürlich die Infektionsgefahr auch extrem groß. Man hilft sich dabei mit einem Eisen, wie hier in diesem Fall zu sehen, aber Sie sehen, selbst das Eisen wird bei diesem Pferd so extrem abgelaufen, dass wir also tatsächlich hier noch eine zusätzliche Schädigung der Hornkapsel haben, trotz Eisen. Also das ist schon in manchen Fällen eine extreme Situation, speziell wenn die Pferde viel laufen, auf harten Untergründen laufen und vielleicht orthopädische Probleme haben, die dazu führen, dass das Pferd eben nicht mehr normal sich bewegt. So, und gerade bei Hufrehe kommt es natürlich auch immer wieder dazu, dass wir, ich sag mal, Situationen haben, wo Keime in den Huf hineingehen und eindringen können. Und Sie sehen das hier vorne. Sie sehen diese Verbindungsstruktur, sieht man, glaube ich, hier sehr schön, zwischen dem Hufbein und der Hornkapsel ist hier dort tatsächlich richtig aufgerissen. Und diese aufgerissene Struktur ist natürlich nicht eine feste Barriere gegen Keime, sondern genau da treten Keime ein. Und da gibt es dann auch entsprechend Hufentzündungen bzw. Hufgeschwürbildung. Wie stelle ich denn eigentlich fest, dass mein Pferd ein Hufgeschwür hat? Und zwar, ich sage Ihnen, Hufgeschwüre können ja wirklich so extrem sein, dass wir oft in der Klinik angerufen werden und sagen, Mensch, hier kommt jetzt ein Pferd, das hat vermutlich das Bein gebrochen. So dramatisch, so schmerzhaft sind die Pferde. Das geht auch schlagartig schnell. Man stellt das Pferd in die Box, man geht einen Kaffee trinken, kommt wieder und die Pferde stehen auf drei Beinen in der Box. Das ist wirklich tatsächlich eine ganz, ganz realistische Einschätzung. Diese Pferde kommen in die Klinik und wir untersuchen die Pferde und haben dann schon manchmal, nicht immer, aber manchmal ein Schmunzeln in den Augen, im Gesicht, denn es ist relativ einfach zu diagnostizieren, in vielen Fällen zumindest. Was Sie versuchen müssen in so einem Fall, wenn so eine dramatische Situation da ist, man versucht die sogenannten Mittelfußarterien zu palpieren. Das gibt zwei Stellen, eine, die etwa auf dem Fessel rechts und links des Fesselkopfes ist, so ein bisschen von der Mitte nach hinten verschoben. Dort laufen Blutgefäße zwischen Haut und dem Knochen. Und wenn wir einem Huf eine Entzündung haben, dann sind diese Blutgefäße natürlich extrem geladen, extrem gefüllt. Denn bei Entzündung versucht der Körper durch eine sehr, sehr starke Durchblutung diesen Entzündungsherd einzuschränken. Und dadurch haben wir eine gut messbare Pulsation. Also Pulsation ist zumindest eins der wichtigen Kriterien, um ein Hufgeschwür zu diagnostizieren. Was wir dann noch haben, ist die sogenannte Hufuntersuchungszange. Eine Zange, mit der man den Huf dann wirklich abdrückt. Und im klassischen Fall ist die Region, wo das Hufgeschwür ist, hochsensibel.
Auch wieder, hier denken Sie daran, an Ihre Situation, Fingernagelbett. Das ist genau die gleiche Struktur und wir wissen, wie schmerzhaft das ist. Und genauso schmerzhaft ist es für das Pferd, vielleicht sogar noch etwas schmerzhafter, weil bei uns der Fingernagel, der gibt wenigstens noch ein bisschen nach, wenn unten drunter eine Schwellung ist. Die Hornkapsel selbst ist ganz fest. Wenn drin also ein entsprechender Druck entsteht durch das, ich sag mal, Ausbilden eines Abszesses, dann ist dieser Druck oder drückt dieser Druck zwischen Hornkapsel und dem Hufbein und dadurch im Endeffekt gibt es Gegendruck und dieser Gegendruck führt dann wieder automatisch zu einer massiven Schmerzhaftigkeit. Und die können Sie lokalisieren über das sogenannte, über die Hufuntersuchungszange. So, und das, was dann im Prinzip nochmal eine gewisse Idee gibt, ist dann die Situation des Röntgens. Auch das kann man, denn Röntgen stellt nicht nur röntgenologisch knöcherne Strukturen dar, sondern zum Beispiel auch Hohlräume innerhalb der Hornkapsel. Und dazu gehört eben das Hufgeschwür. Hier sehen wir es auch. Ein Hufgeschwür innerhalb der Hornsubstanz ist darzustellen über diesen dunklen Bereich. In manchen Fällen ist es wirklich nicht so ganz eindeutig. Ist es ein Hufgeschwür? Ja, nein. Speziell dann, wenn die Pferde eine extrem dicke Hornkapsel haben, dann ist oft die Zangenprobe nicht so eindeutig, dass wir da wirklich uns daran orientieren können. Dann kann man gegebenenfalls nochmal röntgen. Und das, was dann im Endeffekt die eigentliche, ich sag mal, Diagnose erhärtet ist, der eröffnete Abszess. Ich habe hier so mal ein bisschen Blutigen mitgebracht, das ist sicherlich sehr eindrucksvoll. Sie sehen hier den blutigen Abszess in der Sohle, der ist also relativ groß eröffnet, weil offensichtlich dieser Abszess auch entsprechende Größe hatte. Ich habe Ihnen rechts nochmal ein kleines Detailbild mitgegeben. Was Sie da rot sehen, ist die Lederhaut. Das heißt also, das gut durchblutete Gewebe, darüber das hellweißliche, das ist im Prinzip das Horn oder die Hornsohle. Also Sie sehen, wie dünn die Sohle an dieser Stelle ist und wie schnell man tatsächlich dann auch tatsächlich so einen Abszess auch eröffnet kriegt. So, und ich sagte Ihnen ja vorhin noch, es gibt ganz viele Abszesse, die eben nicht nach unten sich eröffnen, sondern nach oben eröffnen. So kann zum Beispiel ein Hufgeschwür aussehen, wenn es sich nach oben im Bereich des Saumbandes der Zehe eröffnet. Und es gibt natürlich auch, ich sage mal, Abszesse, die sich im hinteren Bereich, das heißt also im Ballenbereich oben entleeren. Das kann man hier leider nicht so schön sehen. Das ist leider auf meinem Originalfoto etwas schöner. Da kommt auch so ein klein bisschen Sekret, schwärzliches Sekret raus. War vielleicht hier ein bisschen ungeschickt, ein dunkles Pferd zu nehmen. Am Schimmel würde man das wahrscheinlich etwas besser sehen. So, und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe jetzt mein Pferd, glücklicherweise, ich muss Ihnen ehrlich sagen, der Hufabszess ist fast die schönste Diagnose, die Sie haben können, denn das ist hochdramatisch in seiner Symptomatik und ist sehr, sehr einfach und sehr schnell in aller Regel in seiner Behandlungsart und Weise. Sie eröffnen den Abszess, das Sekret, dieses eingeschmolzene Material aus Keimen und Blutzellen entleert sich. Man säubert den Abszess, Sie sehen es in der linken, im linken Bild, indem man tatsächlich da in diesen Abszess hinein das mit einer entsprechenden Jodlösung zum Beispiel spült. Damit dann keine neuen Keime durch diesen Kanal wieder aufsteigen, sollte man das entsprechend versorgen. Sie sehen hier im mittigen Bild, dass man da so ein bisschen Watte reindrücken kann und im rechten Bild die eingedrückte Watte, die also im Endeffekt nichts anderes macht als einen Schutz, eine Barriere dafür bildet, damit nicht neue Keime in die ja jetzt mittlerweile geschädigte Sohle hineinbringen. Und es ist natürlich sinnvoll, gerade in der akuten Phase dann auch einen Verband um den Huf zu machen, damit also auch diese freigelegte Lederhaut nicht immer weiter infiziert ist. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen, aber ich habe Ihnen hier nochmal ein Video mit auf den Weg bringen wollen, der auf meiner Seite Pferdegesundheit online herunterzuladen ist. Da ist ein Video, geht es nur um den Huf oder Hufverband. Vielleicht, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich den an, dann haben Sie sicherlich nochmal eine sehr gute ergänzende Untersuchung. Wenn Sie sagen, der Hufabszess ist so groß, dass wir ihn also richtig chirurgisch eröffnen mussten, also richtig mit viel, Verlust von Material, dann müssen wir diese Region deutlich besser schützen, als wir es können, ohne ein Eisen. Das heißt, wir müssen dann ein Eisen, formen, das genau den Bereich, wo der Hufabszess ist, möglichst freilässt, um den Druck auf diesen Bereich erstmal zu minimieren und zum Zweiten die Möglichkeit zu haben, da eine entsprechende Nachsorge zu machen. Das kann man mit so einem Dreiviertel-Eisen, wie Sie es hier sehen, sehr schön machen. Auf der rechten Seite mal eine andere Alternative.
wo wir also versuchen, den Strahl mit einzubauen in die Tragefläche, weil wir ja durch das Ausklinken die Tragefläche des Hufes deutlich reduzieren. Also da gibt es alle möglichen Versionen, wie man da helfen kann. Ein, ich sag mal, einfacherer Schutz, vor allen Dingen dann, wenn wir sagen, wir haben einen Hufabszess gehabt, der Hufabszess ist sehr gut abgeheilt, das Loch ist noch relativ groß und wir wollen also im Endeffekt die Sohle schützen, dann können wir zum Beispiel, wie Sie es hier auf dem Bild sehen, ein Eisen nehmen mit einer Lederplatte. Leder hat den Vorteil, dass es im Grunde genommen ein natürliches Material ist und es ist atmet. Und das ist ganz wichtig, wir wollen den Huf nach Möglichkeit nicht luftdicht abschließen, denn dann wachsen die Keime, die am gefährlichsten sind, die sogenannten Anaerobia. Wenn wir also eine Lederplatte haben, haben wir zumindest einen gewissen Zirkulationseffekt, der dadurch dann im Prinzip die Sohle etwas besser trocken hält und dadurch auch im Endeffekt eine verbesserte, ich sag mal, Hygiene macht, unter dem Strich auch nicht die Keime begünstigt, die für uns im Prinzip am unangenehmsten sind. Wenn man sagt, Lederplatte gibt es nicht, ist die Alternative dann im Prinzip eine ganz normale Plastikplatte oder wie man hier sieht, eine Luwex-Platte mit einem entsprechenden Polster. Dieses Polster einfach, um den Druck auch zu verteilen, der dann sonst auf der kleinen Stelle wäre, wo wir den Hufabszess eröffnet haben. Und bei ganz extremen Fällen können wir mit einem sogenannten Deckeleisen arbeiten. Das heißt, die verletzte Lederhaut oder der verletzte Hornkapselbereich wird sozusagen mit einem sehr schönen sauberen Verbandsmull aufgefüllt und dann wird einfach hier mit 4 Schrauben eine Platte unter das Eisen geschraubt. So können wir jeden Tag sozusagen die Schrauben wegnehmen, Schrauben öffnen, die Platte wegnehmen und dann im Endeffekt diese, ich sag mal, Wundfläche nachversorgen, das Ganze wieder verschließen und damit haben wir eine saubere Situation geschaffen, wo unten drunter dann auch die Lederhaut entsprechend abheilen kann. Ja, es ist eben eine 20-minütige Vorstellung. Ich sehe gerade, wir haben ja ein bisschen überzogen, aber Sie mögen es mir verzeihen. Es ist eben auch ein Thema, was ein bisschen, ich sag mal, weiter gefasst werden muss, damit man auch grundsätzlich die Zusammenhänge versteht. Ich hoffe, dass Sie ein paar Fragen haben. Ich werde jetzt mal eben hier rübergehen und mal schauen, wem ich noch, ich sag mal, Fragen beantworten kann. So. Hier fragt Jutta Hömer, können durch Kombi-Impfungen Hufgeschwüre entstehen? Habe das jetzt zweimal danach bei meinem Friesen gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine Impfung ein Hufgeschwür entsteht, ist doch eher gering. Der einzige Punkt, den ich im Prinzip hier anführen könnte, ist, dass durch eine Impfung natürlich die Konzentration des Immunsystems auf den Impfstoff geht und alle anderen Keime weniger, ich sage mal, konzentrierte Anti- oder Immunreaktion, Immunantwort von dem Pferd bekommen. Dadurch kann es vielleicht einen gewissen Effekt geben, aber der ist eher ungewöhnlich. Also das halte ich vielleicht hier für eher einen Zufall. Natürlich, wenn es zweimal aneinander passiert ist, ist es natürlich ein großer Zufall, aber ich würde nicht eine Regel daraus machen wollen. Wie kann ich hohle Wände vermeiden oder minimieren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hohle Wände sind ja im Grunde genommen eine Zusammenhangstrennung. Zusammenhangstrennungen können dann entstehen, wenn also im Grunde genommen die Hornqualität zum Beispiel schlecht ist. Das kann zum Beispiel durch nicht ausreichende Ernährung geschehen oder durch ein Pferd, was einen sehr hohen Bedarf an entsprechenden Substanzen hat. Der Markt gibt das her. Wir haben also zum Beispiel dieses Farrier's Formula, das ist ein Ergänzungsfuttermittel, das also eine sehr, sehr hohe und sehr gute Versorgung des Pferdes mit entsprechenden Substanzen generiert, die also eine gute Hornqualität entsprechend auch damit induzieren. Also im Endeffekt wäre eine Ernährungsberücksichtigung das erste Thema, was ich auf jeden Fall ansehen würde. Das zweite ist Hygiene. Hohle Wände können entstehen, indem tatsächlich in die intakte Wand von unten Keime immer wieder reingehen und im Endeffekt eine Zerstörung der Wand machen und dadurch auch eine, ich sag mal, Prädisposition für Hufgeschwüre. Auch das wäre der zweite Ansatz, also wirklich saubere Einstreu, entsprechende Hygiene im Stall und eine entsprechende Ernährung. Damit kann man die, ich sag mal, Situation zumindest verbessern.
Wenn wir jetzt schon eine hohle Wand haben, dann ist es in der Regel so, dass wir die, ich sag mal, Wand, die aus den äußeren Anteil dieser hohlen Wand so weit abtragen, um tatsächlich eine extrem gute Hygiene in diesem Bereich zu machen. Denn sonst ist in der hohlen Wand immer ein Keimbesatz. Der Keimbesatz führt immer wieder dazu, dass die Keime weiter nach oben aufsteigen und im Endeffekt immer wieder eine weitere Zerstörung der Wand machen. Also da muss man oft radikale Schritte gehen, damit wir auch wirklich einen Effekt haben. So, wir haben, ich wünsche mir ein Magengeschwür, nein, das wünscht sich keiner hoffentlich. Was haben wir hier noch an Fragen? Carolina Kraus fragt, wenn der Abszess nach oben aufgegangen ist, hinten am Ballen war die in Klammern, wie kann ich das versorgen? Huferbönd möchte ich keinen mehr machen, wie sieht das Hornwachstum aus? Also im Grunde ist es so, dass man versucht, immer wieder Sauberkeit dahin zu bringen. Also wenn Sie sagen, einen Huferband wollen Sie nicht machen, dann sollten Sie aber wenigstens sauber machen und sollten das Pferd auf einer sauberen Einstreu im Stall halten. Das sind die Minimalvoraussetzungen. Es muss nicht zwingend ein Huferband drauf, wenn die sonstigen Umstände stimmen. Ich würde diese Stelle, an der der Abszess aufgegangen ist, die nächsten 2-3 Tage immer wieder mit der Hand säubern und immer wieder versuchen, mit einem entsprechenden Desinfizienz, einem Desinfektionsspray zum Beispiel oder einer entsprechenden Wundsalbe zu versorgen. Wichtig ist, dass diese Abszesse nach oben auslaufen müssen. Das heißt also, es muss also tatsächlich dieser gesamte Inhalt des Abszesses rauslaufen. Dann, wenn das nicht der Fall ist und Sie haben dort einen eventuellen Kanal, wo auch dieses, ich sag mal, Sekret austritt, dann kann man diesen Kanal spülen, günstigerweise mit dem sogenannten Wasserstoffperoxid 3%. Also H2O2 heißt das dann in der chemischen Formel. Wasserstoffperoxid ist das, was man, mit dem man solchen Abszess sehr schön ausspülen kann. Warum ist das so wichtig oder warum ist es so, ich sag mal, effektiv? Weil dieses Wasserstoffperoxid viel Sauerstoff in diese Wunde hineinbringt und die Keime, die uns am meisten ärgern, sagte ich eben schon, sind diejenigen, die unter Sauerstoffabschluss reagieren und wachsen. Und mit Sauerstoff in der Wunde können wir also denen die natürliche Lebensquelle nehmen. Also das macht vernünftigen Sinn. Sandy Leiner fragt, kann ein Rivanol-Verband helfen, das Hufgeschwür zu eröffnen? Und viele raten ja auch zu Sauerkraut wickeln. Das finden sie gruselig, ich finde es nicht so schlimm. Ich esse auch ganz gern Sauerkraut, muss ich sagen. Aber ja, richtig, wenn also der Abszess innerhalb einer Kapsel oder innerhalb der Hornkapsel zwar schon deutlich zu lokalisieren ist, aber er ist eben noch nicht so reif, dass er nach außen aufgegangen ist. Und wir wollen ihn vielleicht nicht aufschneiden, aus welchen Gründen auch immer. Dann kann man so einen Fuß natürlich mit einem, ich sag mal, Rivanol, mit einer Seifenlauge, mit einem Sauerkrautwickel, alles das, was Feuchtigkeit am Fuß erhöht und damit die Elastizität des Hufes verbessert und damit die, ich sag mal, das Austritt, die Austrittssituation für den Abszess erleichtert, natürlich behandeln. Das heißt also, Sie können, es gibt auch welche, die nehmen Quark, es gibt andere, die nehmen einen sogenannten Animalintex-Verband. Das heißt also, es ist ein Gel, was durch Aufnahme von Feuchtigkeit unheimlich viel Wasser aufnehmen kann und dann im Endeffekt auch, wenn man das unter den Verband dann legt, sehr viel Feuchtigkeit an das Horn abgibt. Dadurch im Endeffekt eine effektive oder sehr effektive Aufweichung des Hornes macht und einen schnellen Ablauf des Abszesses. Also je schneller der Abszess abläuft, desto günstiger ist es. Ich habe hier gesehen mehrere Fragen nach Hufrollen-Webinar. Ja, das wird es sicherlich auch geben. Ich habe allerdings im Moment, wir haben eine ganze Menge, Themen, die wir abarbeiten wollen. Und ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, wenn wir diese Themen viele nach einem Thema fragen. Es ist natürlich eine etwas interessantere Sache für Sie, so lese ich das raus. Aber das Thema Hufrolle werden wir sicherlich, also jedes Pferd hat übrigens eine Hufrolle. Es geht hier mehr um die Hufrollenerkrankung, die Hufrollenentzündung. Das ist etwas, was sicherlich auch in der nächsten Zeit irgendwann als Thema kommen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, dass wieder so viele dabei waren. Und wir sehen uns in 14 Tagen. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Vielen Dank und bis dann. Alles Gute.